Nun erhält das Wort Herr Dr. Duwe für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, so aktuell ist das Thema Umwelt hier in der Bürgerschaft ja nicht. Das ist ein Jahrzehntthema, das können wir auch jederzeit diskutieren. Ich finde den Antrag der Grünen natürlich sehr schön, aber das zeugt von Kurzzeitgedächtnis, weil Hamburg schon seit Jahren nicht umweltpolitischer Vorreiter ist, sondern eher ein ökologischer Scheinriese. Und deshalb möchte ich nicht nur auf die letzten 3 Jahre eingehen, sondern ungefähr auf das letzte Jahrzehnt. Die europäische Umwelthauptstadt hat ja gezeigt, dass man sehr viel Brimborium und sehr viel Geld und Marketing sich toll finden kann und auch noch zeigen kann, Europa zeigen kann, wie gut Hamburg ist und welche Vorreiterrolle Hamburg spielt. Wenn man sich aber anschaut, wie die europäischen Richtlinien hier in dieser Stadt umgesetzt werden, dann zeigt sich ein ganz anderes Bild, um dann mit Frau Stöber dann bei der WM zu landen. Die Wahrheit ist auf dem Platz. Und da ist es etwas schwieriger. Ja, der Ball ist rund und die Wasserrahmenrichtlinie und die Lärmschutzrichtlinie und die Richtlinie für die Luftreinhaltung, die sind schon ein bisschen älter. Ja, und deshalb sage ich mal, ich finde es sehr gut, dass das Thema jetzt mal so aufgeführt wird. Und ich möchte mal anfangen bei der Lärmschutzrichtlinie, die wir seit 2002 hier erleiden können. Da gab es Beteiligungen, Lärmforen, Beteiligung der Bezirksversammlung, der Stadtplanungsausschüsse und dann mal wieder eine schöne Runde durch die Lande und dann wurde dann Vorschlägen gesucht, wo man denn wie was Lärm vermeiden kann. Und nach langen, langen Zeiten gibt es jetzt unter diesem SPD-Senat Vorschläge an 4 Straßen, etwas mal auszuprobieren, nicht so nächtliche Tempo-30-Zone, um mal zu sehen, was denn das so bringt. Seit 2002, und ich denke mal, man muss konstatieren, bei der Lärmschutzrichtlinie ist Hamburg nicht Vorreiter, sondern Schlusslicht. Und noch schlimmer, Hamburg ist schlechter als Berlin, denn Berlin hat seit 2005 schon gearbeitet, während Hamburg noch sich überlegte, was eigentlich Lärmaktionspläne sind und wie man sie aufstellen sollte. Dann kommen wir zur Wasserrahmenrichtlinie, die ist noch ein bisschen älter. 2007 wurde dann endlich so richtig begonnen, daran zu arbeiten und sich zu überlegen, welche Maßnahmen ergreifen kann, damit die Oberflächengewässer und das Grundwasser hier in Hamburg einen guten ökologischen Zustand erhalten. Jetzt haben wir gerade im Rechnungshofbericht 2014 lesen können, dass man da nicht so weit vorgeschritten ist. Man hatte ja schon zuerst um Fristverlängerung gebeten und jetzt ist es bisher immer noch so, dass es kein Oberflächengewässer gibt, großes Oberflächengewässer gibt, was in Hamburg einen guten ökologischen Standard hat. Es ist zu erwarten, dass wir zweimal nochmal 7 Jahre Fristverlängerung beantragen, um dann vielleicht hoffentlich irgendwie das hinzubekommen. Und noch schlimmer, die Steuerung in der Behörde ist falsch, das hat der Rechnungshof auch geschrieben. Es wurden zwar Maßnahmen eingeleitet, aber gerade mal 16 Maßnahmen an sogenannten Vorrangsgewässern von 96. Und das ist kein gutes Zeichen. Das zeigt eigentlich, dass wir da nicht auf dem richtigen Wege sind. Das ist also auch keine Vorreiterrolle, wie sie Hamburg eigentlich spielen sollte. Und das ist nicht nur dem SPD-Senat hier anzulasten, auch, aber nicht nur, sondern eben Senaten seit 2000, da waren wir auch zwischendurch mal drin. Aber es ist so, die Tatsachen sind so und das sollten wir uns nicht hier hinstellen und meinen, wir wären mal irgendwann Europas Umwelthauptstadt gewesen, ja dem Titel nach. Aber bei europäischen Richtlinien leider nicht. Schauen wir uns ein weiteres Problemfeld an. Von vor der Jahrtausendwende hat der Landesrechnungshof, ihm sei Dank, festgestellt, dass das Budget für öffentliches Grün und Parkanlagen denkbar knapp ist, beziehungsweise in großen Teilen unbefriedigend ist. Und das hat sich durchgezogen bis auf den heutigen Tag, auch wenn es zwischendurch mal einige Aktionen gab, wie mein Baum, meine Stadt und so weiter, ist alles sehr schön. Aber es ist nicht so, dass das hier auch europäische Spitzenqualität ist, was hier gemacht wird. Und deshalb sollten wir uns eher daran üben, mal zu sehen, dass wir uns verbessern. Man kann auch intelligent arbeiten und ich sage es mal so, der SPD-Senat hat gerade beim Klimaschutzkonzept bewiesen, dass er einige Sachen weglassen kann, ohne dass wir es bemerkt haben. Das war nämlich alles
Projekte unter Schwarz-Grün, die nichts gebracht haben, außer vielleicht einige Gutachter mit Aufträgen versehen, aber nichts, was an, daran messen kann, dass so und so viele Tonnen CO2 pro Euro da eingespart worden sind. Ja? Und das geht in anderen Sachen auch. Wenn man eine bessere Steuerung hat, dann leitet man das Geld eben auch an Maßnahmen, um EU-Richtlinien umzusetzen und nicht um irgendwelche Schnickschnacks zu machen, die vielleicht öffentlichkeitswirksamer sind, aber eben nicht wichtig. Das zu diesem Thema, ich sage mal, Schwarz-Grün und Schwarz hat genauso Möglichkeiten, sich in Demut zu üben, wie jetzt Kritik an der SPD zu leiten. Vielen Dank.